Und ich bin auch deshalb so viel hier in Bayern im Wahlkampf unterwegs, weil die Natascha sich das mit dem Anstand und dem Respekt nicht einfach nur auf die Plakate raufschreibt, sondern weil die das auch vorlebt. Und weil die Wiener eins gestanden hat in den letzten Monaten, wenn in Berlin wieder der Irrsinn getobt hat. Als vor der Sommerpause diese Migrationsdebatte tobte und das Einzige, was Seehofer und Co. dazu einfiel, war irgendwie eine bayerische Grenzschutzpolizei aufzumachen, für die es keine Befugnisse gibt und irgendwelche absurden Abkommen zu schließen, ne, für Grenzübergang Bayern-Österreich, die hat er jetzt mit Spanien verhandelt, gab jetzt eine kleine Anfrage im Bundestag, wie viele Menschen sind über den Weg Spanien-Österreich nach Bayern schon gekommen, exakt niemand, können sich auch alle ein bisschen orientieren. Als diese Debatte tobte und auch tief ins Rassistische mitunter abgleitete, hat zur gleichen Zeit die Bayerische Landtagsfraktion der SPD ihren Europapreis an Klaus-Peter Reisch, an den Kapitän der Lifeline, verliehen, der im Mittelmeer Flüchtlinge rettet, weil es um Haltung gegangen ist an der Stelle, weil es hier darum ging, zum Ausdruck zu bringen, dass in der Frage, wo tatsächlich Leute die Debatte aufmachen, ist es nicht vielleicht legitim, Leute sterben zu lassen im Mittelmeer, dass das ein Moment ist, wo man Haltung an den Tag legen muss. Und zwar völlig egal, ob es dafür stehenden Applaus gibt oder nicht. Einfach aus einer Haltung heraus, weil man Sozialdemokrat, Sozialdemokratin ist und sich entsprechend zu positionieren hat. Und das war stark, genauso wie die Positionierung beim Thema Maaßen stark war, wo man mit Fug und Recht sagen kann, ohne die Einwände von der Bayern-SPD und von den Jusos hätten wir, glaube ich, eine Revidierung der Entscheidung so nicht hinbekommen, wie sie am Ende gekommen ist. Und deswegen kann man am Sonntag hier auch ein bisschen ein Gegenprogramm zu Berlin wählen.